Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eine Osterglocke. Aber schaut genau hin, sie ist schon ganz schön verblüht. Das ist doch kein Wunder, denn das Osterfest liegt jetzt schon wieder eine Woche zurück. Was bleibt eigentlich vom Osterfest? Dieser Frage wollen wir uns in diesem Gottesdienst zuwenden. Hört auf Worte aus Psalm 116. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen. Dir will ich Dankopfer bringen und des Herrn Namen anrufen. Ich will mein Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. In den Vorhöfen am Hause des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja. Lesung aus dem 1. Petrusbrief im 1. Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt, und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Wort des lebendigen Gottes. Ihr Lieben, eine Woche ist Ostern her und wir sind wieder mitten im Alltag angekommen. Viele Themen sind die gleichen geblieben, die Corona-Pandemie. Andere sind neu dazugekommen, die Unruhen in Belfast, der Tod von Prinz Philipp. Aber was hat denn Ostern nun in uns bewirkt? Wo bleibt der Elan, der Schwung von der Osternacht? Es gibt da eine interessante Parallele in der Bibel, die sich genau dieser Frage zuwendet. Und zwar steht diese Geschichte im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium endet folgendermaßen. Ich lese euch aus dem 20. Kapitel die Verse 30 und 31 vor. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Eigentlich ist das der Schluss. So klingt es ja. Aber nun geht das Johannesevangelium noch um ein Kapitel weiter, ein bisschen überraschend. Und die Geschichte, die nun folgt, ist auch für uns eine überraschend interessante Geschichte. Ich lese mal weiter, es gibt nämlich das Kapitel 21. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot,
und in dieser Nacht fingen sie nichts. Die Jünger sind wieder in ihr altes Leben zurückgekehrt, an den Ort, an dem alles begonnen hat, der See Genezareth, nahe an der Stadt Kapernaum, da wo sie gelebt haben. Der religiöse Höhenflug, Kreuzigung, Tod, Auferstehung, das ist auf einmal vorbei. Und jetzt ist der Alltag ganz einfach wieder da und die Welt hat sich nicht sichtbar verändert. Und sie kommen vom Fischen zurück nach einer Nacht und haben nichts gefangen. Und so geht's auch uns eine Woche nach Ostern. Was hat sich schon verändert in der Welt? Ist der Glaube also eher etwas fürs Private? Schöne Feste feiern, eine Garnierung, wie manche Menschen sagen, und deswegen auch Religion so ganz ans Ende der wichtigen Dinge des Lebens schieben. Ich lese mal weiter. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der großen Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte: Es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Frustriert und müde waren die Jünger nach einer erfolglosen Nacht des Fischens. Und dann werden sie angesprochen, aber sie erkennen den auferstandenen Jesus nicht, als er mit ihnen redet, und doch befolgen sie seinen Rat, vielleicht so ein bisschen spöttisch: Was soll's, wir haben schon die ganze Nacht nichts gefunden, nichts gefangen. Wenn dieser Mann seinen Spaß haben will, dann werfen wir das Netz noch einmal aus. Und dann große Überraschung und ein riesiger Fang im Netz. Und in diesem Moment beginnen sie, den Jesus zu erkennen. Denn das war genauso wie bei ihrer ersten Begegnung mit ihm am See, wo sie auch hinausgefahren sind und auch erfolglos gefischt haben. Und an dieser gleichen Handlung offensichtlich erkennen sie, dass es Jesus ist, der ihnen auf einmal und überraschend wieder die Fülle des Lebens, den großen Erfolg schenkt, mitten im Alltag, plötzlich und unerwartet. Und da ist das Fest des Lebens wieder da. Schnell zieht sich Petrus das Obergewand an, festlich, weil der Auferstandene da ist, und im Grunde auch ein wenig unlogisch, denn er stürzt sich gleich ins Wasser, um möglichst schnell an das Ufer zu schwimmen, da wo Jesus ist. Aber wir ziehen uns ja auch festlich an, wenn es um Jesus geht. Was erzählt uns das Johannesevangelium da eigentlich? Es erzählt uns vom Wunder des Glaubens, dass wir damit rechnen dürfen, dass Jesus mitten in unserem Alltag erscheint, unerkannt zunächst, aber an den Folgen seines Handelns in unserem Leben erkennen wir ihn dann doch. Das neue Leben des Auferstandenen, die himmlische Welt, die schon in unseren Alltag hineinragt, obwohl sie noch nicht vollkommen da ist. Der Sieg des Lichtes über die Finsternis, der Sieg der Freude über die Trauer. Jetzt geht es noch weiter. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihm: Kommt und halte das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen
auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Eigenartig und geheimnisvoll ist diese Zahl 153, denn so viele Fische haben sie da, folgen wir Johannes, aus dem See Genezareth gezogen. Und viel ist spekuliert worden in der Wissenschaft schon immer, was es mit dieser Zahl 153 auf sich hat. Eine geheimnisvolle Zahl in der Mathematik, zum Beispiel ist die Summe aller Zahlen von 1 bis 17 153. Oder die Anzahl aller Kapitel des ersten bis vierten Buches Mose ergibt 153. Oder soll etwa die Zahl an eine antike Zahl erinnern, denn man hat mal angenommen, dass es genau 153 Fischarten gibt und dass das dann symbolisch für die gesamte Menschheit steht. Jesus, der Menschenfischer. Es bleibt ein Geheimnis. Und vielleicht ist das auch gut, weil vieles von dem, was Jesus getan hat, klar ist, aber anderes ein Geheimnis bleibt. Und dann ist da die Erzählung von diesem Mahl mit den Fischen und dem Brot, die Jesus austeilt. Es erinnert ein klein wenig an das Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Und es sagt uns auch wieder etwas über unseren Glauben. Offensichtlich ist Glauben etwas, was Gemeinschaft sucht. Offensichtlich gehören immer mehrere zusammen, wenn es um Glauben und das Feiern dieses Lebens geht, das Jesus bringt. Die Mahlfeier, die Gemeinschaft, das scheint etwas Elementares zu sein. Das gibt uns zumindest diese Geschichte mit auf den Weg. Das ist es also, was uns das Johannesevangelium als Nachschluss sozusagen mit auf den Weg gibt in diese nachösterliche Zeit. An den auferstandenen Glauben heißt, damit zu rechnen, dass Jesus mitten in unseren Alltag kommt und zwar oft genug unerwartet. Und Glauben heißt dann erkennen, dass es der Herr ist, dass er da ist. Erkennen und zugleich annehmen, was uns da geschenkt wird. Und als österliche Menschen halten wir uns bei aller Ungewissheit dieses überraschenden Auftreten des Auferstandenen, halten wir uns offen dafür, dass er wirklich kommt. Und eben nicht nur an Ostern, sondern immer mitten in unserem Leben. Amen.
Ihr Lieben, der Kirchenvorstand bedankt sich sehr herzlich für die diesjährige Osterkollekte. Es haben sich trotz Online-Bitte viele Menschen beteiligt und so kamen insgesamt 2.166 Euro zusammen. Das sind 1.083 Euro für unsere eigene Gemeinde und 1.083 Euro für die Schule der Christusträger-Schwesternschaft in Karachi in Pakistan. Wir danken sehr herzlich für diese Unterstützung. Lasst uns nun beten und Fürbitte halten. Auferstandener Herr, Jesus, den kein Grab mehr hält, den keine Zeit mehr begrenzt, den kein Gedanke mehr fasst, in dir steht das Unbegreifliche vor uns, wird das Unmögliche wahr. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Wir bitten dich für alle, die in sich selbst gefangen sind und nur dem Kreis ihrer eigenen Möglichkeiten trauen. Wir bitten dich für alle, die ohne Hoffnung leben und meinen, nur das Sichtbare ist wirklich. Wir bitten dich für alle, die ohne Aussicht auf Heilung und Genesung sind. Wir bitten dich für alle, die gefangen sind und im Krieg leben, ohne Frieden in Sicht. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen, Jesus? Komm in unseren Alltag und lass das Licht der anderen Welt mitten unter uns schon leuchten. Komm nach Belfast und Derry. Komm in die Herzen der Menschen, die sich mit der Pandemie und all den Verboten schwer tun. Komm in uns alle, die wir so wenig Vertrauen haben in dich. Komm in uns, die wir so langsam sind beim Umsetzen eines anderen Umgangs mit dem Planeten Erde. Und komm du in die Herzen derer, die im Sterben liegen. Jesus, was wir dir persönlich sagen möchten, das sagen wir dir im stillen Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt nun den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.